Ja, und zum herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Ich habe da noch was entdeckt. Ich habe zwischenzeitlich noch versucht, eigentlich ein Auto aufzubauen, damit wir ein Rennen machen können, aber hat irgendwie doch nicht geklappt. Ich check das irgendwie wahrscheinlich nicht ganz. Auf jeden Fall ist mir jetzt hier noch aufgefallen, dass wir hier bei internationalen Profis noch zwei Rennen offen haben. Einmal das hier, der Konvoi. Eine Gang räudiger Trucker will ein Spektakel mit ihren Trucks abziehen. Aber sie brauchen einen Köder, der sie zieht. Und das sollst du sein. Schlägst du die Trucker mit ihren eigenen Waffen und besiegst sie, gehört einer der Trucks dir. Belohnung Big Rig. Ernsthaft? Gut, 3 Runden, 24 Startplätze. Sorry. Sei mindestens eine Runde in Führung. Besiege die Trucker. Ich glaube nicht, dass das mit diesem Fahrzeug funktionieren wird. Aber mal schauen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich meine, selbst für Big Rigs sind die, glaube ich, ziemlich schnell. Und der Reliant Robin hier ist ja ein ziemlich beschissenes Fahrzeug. Da kommt schon der erste. Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. Wenn das nicht klappt, muss ich das andere Fahrzeug runterbauen wieder. Damit wir mit dem antreten können. Genau deshalb ist dieses Auto so scheiße. Ja, nice. Kann ich hier gar nichts anrichten. Alter, der hängt mir. Hinten dran wie gar nichts. Ich hätte da nicht mit ihm spielen dürfen, weil sonst wäre ich eine Runde in Führung gewesen. Aber so schaffe ich das natürlich jetzt nicht mehr. Da muss man Angst haben. Nice, da werde ich jetzt richtig abrasiert. Bin durch. Hat nichts gebracht. Trotzdem 2 Plätze verloren. Okay, das muss ich mit dem anderen Auto versuchen. Eindeutig. Weil mit diesem Fahrzeug hier wird das nichts. Never. 7. Platz.
warte nochmals. Kurz schauen, was man braucht. B-Fahrzeug. Hä, aber vorhin stand doch gerade ein anderes Fahrzeug noch zur Verfügung. Ne, man muss wahrscheinlich mit dem... Ne, man muss mit dem... Shit. Gut, wir schauen uns auch das hier an. Demolition Racing. Demon, Dämonen des Drecks. Mach dich bereit für unglaubliche Überschläge, flammende Motoren und rauchende Wracks, sowie tonnenweise Schlamm und Gedärme. Wenn es in diesem Kampfevent in mehreren Läufen zur Sache geht, unter den Demolierungsdämonen. Was können wir hier nehmen? Max A, Japanisch, alle Typen, Europäisch und Deutsch. Okay, ich habe ja den Hotshot jetzt ein bisschen aufgebaut. Allerdings habe ich die Panzerung entfernt. Da ich dachte, das würde das Auto Max A machen. Hat es aber nicht. Deshalb, jetzt ist gut. Dann nehmen wir das mal. Crash Canyon Hauptstrecke. Banger Race. Ich bin gespannt. Verursache mindestens 1500 Schaden, zerstöre mindestens 3 Gegner. 6 Runden, 1500 Schaden, 3 Gegner. Komm, schön um die Kurve. Hat leider nicht so viel Power unten rum. Ja, einfach voll rein. Das war doof für mich. Auch nichts gebracht, schade. Das schon ein bisschen mehr. Hat auch was gebracht. Aber ich verliere natürlich viele Plätze. Muss man ja die Rennen so gesehen wie zweimal machen, wenn es um Schaden geht und Leute zu zerstören. Nochmal den Rivalen getroffen. Okay, jetzt bin ich demoliert, schade. Hat nicht funktioniert so, wie ich das gedacht habe. Dann versuche ich jetzt zumindest das Rennen halt zu fahren. Wenn es möglich ist, Leute, demolieren.
nur wenn es möglich ist. Wenn sie irgendwie wirklich gar kein HP mehr haben. Ich kann mich mit dem Hotshot irgendwie nicht anfreunden. Leute, was macht ihr bitte alle hier? Wie die alle hier rüberfliegen? Das war mal eine schöne genommene Kurve. Ja moin. Und da kommt der Van geflogen. Und einer schläft hier einfach auf der Seite. Und respawnt gar nicht, komisch. ...1500 Schaden erreicht. Sehr gut. Ja, mit 80 kann man hier schon um die Kurve, wenn es geht. Alles gut läuft. Das ist leider die Gesundheitsbalken schlecht und Autos. Deswegen kann ich nicht sagen, in wen ich rein crashen könnte. Aber ist ja jetzt eh gleich zu Ende. Das tat weh. Aber es sollte trotzdem noch reichen für den ersten Platz. Yes. Okay, wenigstens das. Okay, zerstöre ich drei Gegner, muss ich noch machen. Aber trotzdem mich nochmals qualifizieren. Ich kann mich erst auf die anderen stürzen, wenn mir jemand entgegenkommt oder ich nach hinten falle und wenn sie sich schon ein bisschen abgecrashed haben. Sonst macht das keinen Sinn, auf irgendwelche 100%ige Autos zu gehen.
Alles gut. Zumindest ein bisschen Schaden gemacht. 65 HP habe ich noch. Könnte machbar sein, drei Leute zu crashen. Also zu demolieren. Leider ist der zweite Platz recht nah an mir dran. Jemand müsste den mal wegcrashen. Und mein Rivale müsste auch ein bisschen weniger HP haben, damit ich mich an ihn rantasten könnte. Kommt eine Leiche geflogen, eine gefahren. Erste Runde, nice. 34 Sekunden. Japsa ist immer noch ziemlich nah dran an mir. Mein Moment. Aber jetzt wieder rüber. Gut. Japsa kommt wieder. Aber es sollte mein erster Platz sein. Zumindest, wenn ich jetzt nichts falsch mache. Okay. Alter. Jetzt auch das letzte Rennen. Immer noch drei Gegner zerstören. 12 Runden, da könnte viel passieren bei 12 Runden. Wieder die Japsa hinter mir. 1,2 Sekunden Rückstand. Ich muss die wieder ein bisschen aufsplitten lassen und es sich in die Quere gehen lassen, damit ich mich erst dann einmischen kann. In der Hoffnung, dass die Stände gut stehen für mich und ich dabei nie mich selber nicht ins Haus schieße. Die beste Runde, 33 Sekunden. Wieder nur die beste. Okay, da kommen sie schon ein bisschen ins Knebel. Japsack kriege ich nicht los. Okay,
Okay, einer brennt schon, habe ich gerade gesehen. Er könnte vielleicht das erste Opfer sein. Wenn ihn niemand anders killt. Nun weiß ich leider nicht, wer das ist. Oder Blasted Lamp, das könnte auch unser Opfer sein. Aber der macht wahrscheinlich schon jemand anderes weg. Naja. Hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Abgesehen, dass Yapsa wieder dran ist. Alter, in der letzten Runde hinter mir sind gerade 4 Leute gestorben. What the hell? Okay. Soll man da denn bitte mitmischen können? Immer bloß Leute, die zu viel HP haben. Noch 6 Runden, ich habe 80 HP. Ich bin immer noch Erster. Aber Yapsa ist immer noch ziemlich nah dran. Auch das hat wieder nichts gebracht. Nee, das wäre meine Chance gewesen. Okay, ein Gegner, den man gibt. Chap könnte ich auch mitnehmen. Wenn ihn niemand anderes hat. Okay, jetzt hat ihn jemand anderes genommen. Schade. A Waste Blessed Lamp könnte ich auch mitnehmen und Yapsa könnte ich immer auch mitnehmen. Okay, das Ziel habe ich erreicht. Jetzt muss ich nur noch Yapsa ins Ausschlagen. Oder vielleicht schlägt er sich auch selbst ins Aus. Ich stehe in Runde 8. Yes. Auch demoliert, Yapsa ist weg. Ayesailu ist der zweite jetzt. Aber da muss man schon echt aufpassen mit diesen ganzen Leichen. Nicht den anderen voll ins Kreuzfeuer fährt. Zumindest bei der anderen Runde. Einer fehlt halt leider noch. Ne, das glaube ich ja nicht. Ich bin doof. Ich hab's ja schon. Jetzt muss ich einfach nur noch Erster werden. Habe ich diese Rense gewonnen. Und der zweite hat 10 Sekunden Rücksprung. Rückhalt, was auch immer. Für mich. Dass ich das gewinnen kann hier.
Erster Platz. 33 Sekunden. Sehr gut. Das Auto sieht zwar aus wie Sau, aber spielt ja keine Rolle. Wir haben es geschafft. Abgeschlossen. Erster Platz, 2 von 2 Bonuszügen und 200 Punkte. Sehr gut. Also nochmals zum Mitschreiben. Dann gibt es hier nur noch das hier. Der Konvoi, und jetzt habe ich gerade noch gesehen, das hier ist auch noch offen. Outlaw-Ansturm. 8 Rennen. Aber ich würde sagen, das war's wieder von dieser Folge von Breakfast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.